Hi, ho, mein Freund, ich bin der Gamepad Hero und wir sind hier beim Spiel Bayern 04 Leverkusen gegen uns den HSV. Und wir sind natürlich heiß auf 3 Punkte. Wir wollen natürlich wieder einen Sieg mit nach Hause nehmen, um den Abstand auf die Konkurrenten noch ein bisschen zu erhöhen. Kann ja nie groß genug sein, der Abstand. Calhanoglu im Gegnerteam. Vielleicht pfeifen unsere Fans ihn auch raus, wer weiß. Naja, wir sollten auf uns selber gucken. Dieses Calhanoglu-Kapitel sollte in der Saison, in der wir gerade sind, eigentlich schon lange abgeschlossen sein. Von daher erhoffe ich mir jetzt keine Pfiffe. Aber Müller. Müller! Setzt sich da gut gegen zwei Mann durch. Und der Ball ist auch schon wieder in unseren Reihen. Ah, so viel dazu. Calhanoglu. Fehlpass. Heuberg hat den Ball. Heuberg, der spielt heute für Berami. Der hat mich einfach überzeugt. Ich will mehr von diesem Heuberg sehen. Aus dem kann man was werden. Nicht, weil er vom Bayer kommt oder sowas. Einfach, weil es ein guter Mann ist. Der noch jung ist, der hat noch Potenzial. Auf den könnte man aufbauen. Und das machen wir ja auch. Und dann sehen wir mal, wie weit er in ein, zwei Jahren ist. Und ja. Ich vertraue dem Jungen auf jeden Fall und denke, der kann wirklich eine tragende Säule hier im defensiven Mittelfeld werden. Das, was Berami momentan ist, soll dann Heuberg in wenigen Jahren sein. Die Abwehr der Hamburger steht natürlich wie immer super gut. Diesmal wieder Rajkovic in der Innenverteidigung mit Brooks. Brooks ist ja nicht mehr wegzudenken aus der Innenverteidigung hier. Ohne den geht es eigentlich gar nicht. Das ist sozusagen der Boateng der Hamburger. Wobei Boateng ja selbst mal bei Hamburg gespielt hat. Aber ja. Und dann schon. Oh, die erste Chance. Aber Müller streckt den Kopf da nicht rein. Gut, wenn er will. Und Kramer spielt gegen den Ex-Club. Mal gucken, wie er da empfangen wird, wie er spielen wird, ob man da irgendwas sieht. Und Bobadilla, nein, nicht Bobadilla. Trobny spielt ja auch gegen den Ex-Club. Allgemein glaube ich hier, gerade bei Leverkusen sind viele Ex-Spieler von uns und auch wir haben viele Spieler von Leverkusen. Son ist ja auch einer von uns gewesen. Und ja, Calhanoglu war mal bei uns. Die erste Chance der Leverkusener von Bobadilla landet dann aus. Das war jetzt auch nicht wirklich so gut. Und wieso spielt Bobadilla bei Leverkusen? Was will der da? Ich glaube, jetzt kommt, dass er noch die Qualität hat, um hier irgendwie gut genug für Champions League oder Europa League oder sowas zu sein. Für Bundesliga könnte es vielleicht noch reichen, aber für mehr dann meiner Meinung nach auch nicht mehr. Naja, vielleicht sehen wir hier ein Wunder und er wird der totale Star bei Leverkusen und geht dann für 40 Millionen nach Chelsea. Oder so. Gute Kombination. Wieder Bobadilla. Das wäre natürlich richtig bitter, wenn ich ihn hier so fertig mache und er dann der ist, der uns das 1-0 und 2-0 und 3-0 reinhaut. Und wir deswegen verlieren. Das wäre doof. Ah, dummer Ballfluss von Heuberg. Aber Brooks, der Chef in der Abwehr, hat den Ball. Und Meier. Er dribbelt sich da durch und verdribbelt sich. Und schon ist Toprak wieder am Ball. Pass weiter Freinatz, der macht einen Fehlpass, aber Heuberg verliert den Ball. Und Bender macht weiter. Staphylidis auf Bender wieder. Der mit dem Seitenwechsel gut gesehen. Und Fährmann, was erlaubt sich denn Fährmann da? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was für ein Bock von Fährmann. Und dann hat ihn einfach Son auf den Fuß und macht ihn rein. Aber egal. Egal.
sogar, tankt sich da durch, aber fault den Gegenspieler. Das ist jetzt doof, wir sind in der 40. Minute. Wir müssen jetzt ein 0-1 aufholen. Nicht gerade so toll. Ich denke, wir werden mit dem 0-1 erstmal in die Pause gehen müssen. Ich glaube kaum, dass wir hier noch die Chance dazu kriegen, einen Ausgleich zu schießen. Wobei. Nein. So geht's nicht so einfach. Dann halt auch nicht. Das ist halt immer noch Leverkusen. Und kein Drittliga-Club, den wir hier einfach mal abschießen können. Oh Gott, Ballverlust Diekmeier. In so einer Position den Ball gegen Cialanoglu zu verlieren, das ist nicht gerade empfehlenswert. Und Bender. Son, der Torschütze zum 1-0. Stafinidis. Und Halbzeit. Jetzt sind wir natürlich gefragt, ist vor allem die Bank gefragt, ob da irgendjemand helfen kann. Meier hat mir überhaupt nicht gefallen. Der wird den Platz verlassen für Aslan. Beister bringen wir rein. Ist Beister eigentlich Rechtsfuß? Ne, Linksfuß. Und sonst Rudnevs. Dem geben wir die Chance. Der hat sich verbessert um einen Punkt auf 78 hoch. Nähert sich so langsam an Lasogga an. Wir müssen nur noch einen Punkt hinter ihm. Aber ich denke mal, Lasogga wird jetzt auch dann mal auf die 80 zugehen. Und dann sieht es auch schon wieder anders aus. Ich denke, gerade bis dieser 70er-Bereich mal überschritten ist, also von 79 auf 80, das dauert dann halt schon seine Zeit und benötigt auch eine gewisse Leistung. Sonst geht halt natürlich gar nichts. Oh, da hat sich eine wehgetan. Oh, da muss glaube einer raus. Mal geht's weiter. Geht weiter. Oh, Bobadilla, Pass auf Cialanoglu und der mit dem beinahe 2-0. Heuberg. Rudnevs. Aslan nimmt jetzt Tempo raus und verliert dann den Ball. Aslan wird ja von mir immer öfter als offensives Mittelfeld eingesetzt. Ich finde ihn eigentlich offensiv ziemlich gut. Und Reinhardt muss jetzt doch verletzt raus. Und für ihn, da kann man nicht für ihn rein. Ach, keine Ahnung. Da musste doch nicht raus. Cialanoglu hat den Platz für Castro verlassen. Očipka sieht da, dass Rudnevs startet. Und Rudnevs verliert den Ball. Shaqiri erobert den Ball stark. Pass auf Rudnevs. Und der verliert den Ball wieder. Jetzt Überzahlsituation schon wieder erledigt und mit Ballverlust und wieder Ballverlust und jetzt die Chance wird aber direkt zerstört und schon wieder den Ball weg, aber Arslan kriegt den Ball hier nicht mehr. Mann, das ist doof, was die Leute hier gerade zusammenspielen. Und jetzt Kruse. Robbie Kruse hat die Chance. Flanke, Kopfball, Pfosten. Und es riecht hier nach Saisonniederlage Nummer 2. Es riecht so ein bisschen danach. Riecht ihr das auch? So ein bisschen? Ich weiß nicht, ob es auch wirklich der Geruch ist, aber es riecht so ähnlich wie Niederlage Nummer 2. Und Shaqiri wechselt ja nochmal komplett die Seite. Behält den Ball. Aslan setzt sich ab und Schuss vorbei. Da sollte jetzt langsam mal ein Tor kommen, sonst wird das hier nochmal ganz lustig. Beister macht es hier stark.
findet Rudnevs. Der findet Shaqiri. Shaqiri kommt nicht mehr an den Ball. Shaqiri, der fällt hier auf. Der will unbedingt den Ball, wenn nicht sogar ins Tor bringen, aber auf jeden Fall will er ihn vor das Tor bringen. Und unbedingt den Ausgleich. Und die Verteidiger, die wollen natürlich unbedingt das 2-0 verhindern. Wir müssen jetzt auf totalen Angriff schalten. Es ist nicht mehr viel Zeit. Und ich möchte nicht zu lange warten mit der Offensive, sondern relativ früh wieder angreifen. Die Bälle, die verlieren wir einfach zu leicht. Und Brooks vertändelt dann den Ball. Castro, guter Pass auf Bender. Aber gut abgewehrt von Heuberg. Der macht ein klasse Spiel hier, der Heuberg. Jetzt sind es noch knapp 10 Minuten mit Nachspielzeit auf der Uhr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kramer, Fehlpass, 2-0. Das müsste die Entscheidung gewesen sein. Kramer mit dem Patzer. Leverkusen bedankt sich mit dem 2-0. Schaut sich dann da. Komisches Gekicke nach dem Eckball. Kramer klärt richtig schwach. Und dann muss Öztunali nur noch einschieben und macht sein erstes Bundesliga-Tor. Natürlich gegen den HSV, so muss es sein. Und außer mit einem Verzweiflungsschuss. Drobny, der Ex-Herd, der Ex-Hamburger, macht hier auch ein klasse Spiel. Fährmann dagegen steht total neben der Rolle. Ist überhaupt nicht anwesend, genauso wie Rajkovic und alle anderen. Die einzigen, wo so ein bisschen noch was machen, sind so Rudnevs, Shaqiri und vor allem Heuberg, der hier wieder den Ball erobert. Der macht ein Weltklasse-Spiel. Aber der kann halt nicht alleine das Spiel entscheiden. Und hier fliegen die Spieler reihenweise um. Kopfball, fast 3-0. Also wenn wir so spielen in der Champions League K.O.-Phase, ja, dann gute Nacht. Und Drimic steht im Abseits. Nun Heuberg. Diekmeier, pass auf. Niemand, so wie die ganze Zeit schon, kein Ball kommt an. Die Bälle werden viel zu einfach verloren. Und dann bieten sich natürlich hier Möglichkeiten für den Gegner. Und das war ein Wurf für den Gegner. Und dann müsste es auch eigentlich gewesen sein. Das war's. 2-0 verlieren wir hier gegen Bayer 04 Leverkusen. Gut, man könnte jetzt sagen, okay, das ist Leverkusen, das ist eine Top-Mannschaft, gegen die kann man verlieren, aber man muss nicht gegen die verlieren und wir waren auch wirklich schlecht. Ich guck mal kurz, Heubergs 7,8, das war einfach der beste Mann, wie schon gesagt. Und beim Gegner war Toprak der beste Mann mit 8,2. Aber naja, was will man machen? Wir sehen uns dann in der nächsten Partie, hoffentlich mit 3 Punkten. Bis dann.